Hokus Pokus, wir sehen jetzt da. Ihr könnt ja sonst alle mal, ich poste die Adresse nochmal, dann könnt ihr sonst alle einmal herkommen und mal privat. Besichtigungstermine. Ja, ich auch gerne. Zweit ist aber auch ein bisschen kuschelig auf deinem Teppich. Komm. So. Dürfen wir jetzt nochmal rein, bitte? Ach, wo wollt ihr denn rein? Wir haben Küche, Schlafzimmer, Bad und. Ich glaube, machen Küche. Küche. Ja. Ja. Jetzt kriegt sie. Kriegst gleich Schläge. Knie. So. Hallo? Sag mal, spinnst du? Wieso? Okay, was ist denn dein Problem? Ich habe kein Problem. Ich würde sagen, du hast ein großes Problem. Du musst mir ja Bescheid sagen. Du kannst doch nicht einfach aus der Ecke mit dieser Kamera auftauchen. Und ich weiß nicht, und ich wollte dir gerade erklären, dass Christine halt geschrieben hat. Das ist, finde ich, jetzt überhaupt nicht gut von dir. Das mache ich mit dir auch. Ist gar kein Problem. Morgens. Ich bin immer filmbereit. Du? Ja, natürlich. Morgens gleich, ne? Ja. Moment, der blöde Zug hatte wegen 5 Minuten nicht gewartet. Deswegen kommt sie eine Stunde später jetzt. Oh nein. Schade, Marmelade. Ja, und dann wollen wir gleich Christine abholen. Weil sie hat auch Urlaub. Und ich habe Ferien. Uhu. 2,5 Wochen haben wir ja Herbstferien. Auf jeden Fall kommt Christine für eine ganze Woche hier, weil die auch Urlaub beantragt hat. Ach so, ich dachte, die kommt jetzt nur am Wochenende. Nein, ich habe dir doch gesagt, dass sie ja in die Zeit, wo ich zu Hause bin, eine Woche Urlaub nimmt. Ja. Ja, siehst du? Erwähnst doch noch 15 Mal, dass ich arbeiten bin. Ich soll das schöne Licht anmachen, damit wir eine schöne Beleuchtung haben in diesem Haus. Da ist das schöne Licht. Ja, genau. Und deswegen holen wir gleich aus Torstedt Christine. Boah, das sah ja richtig pompös aus, wie du das gemacht hast. Ja, und wir müssen uns warm anziehen, weil, hör auf damit, ich die Kamera wird ein kleines Unfall haben und dann wirst du weinen. Das sieht nur dicht aus, du bist jetzt nicht so Du groß. Musst doch die Linse nicht vor meine Nase. Gib mal her, gib mal her. Komm. So. Ja, mach die Kamera kaputt. So, so machen wir das mal. Hallo. Hallo. Na? Na? Ja? Genau. Wie geht's euch? Der spinnt, ey, du. Kann ich mein Werkzeug wieder haben? Nee. Her damit. So was. Ja, auf jeden Fall. Es ist richtig, richtig kalt. Ich will gar nicht raus, aber es nutzt ja nichts. Oh, er kommt auch. Ey, wer ist denn da? Was machen wir heute? Geh auf den Platz. Danke. Christina Pohl. Von wo? Da steht. Ey, das weißt du. Das ist ja krass. Ja, ja. Und, freust du dich? Ja. Ich schlafe bei Christine. Ja, okay. Ich beende jetzt die erste Aufnahme. Klappe die erste. Okay, sie ist doch noch an. Mach die Kamera aus. Sie ist doch noch an. Ich weiß nicht, wie sie ausgeht. Hilfe! Ja, du Hallo? Weißt es nicht. Ich weiß nicht, wie geht die Kamera aus. Kann sie mir helfen? Ich trete dir gleich irgendwo hin, wo es nicht schön für dich wird. Hä? Was meinst du? Ans Ohr? Schienbein natürlich. Weiß nicht, was du meinst. Ach so. Ich weiß nicht, gibt es eine Stelle, die schön ist, wenn man da getreten wird? Ich weiß es nicht. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, vielleicht können ist wir die machen. Eine Stelle. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen da. So, mal gucken. Hallo, da sind wir wieder. Ah, Christine ist auch da, guck mal. Hallo. Die freut sich schon. Lieben. Auf den Tag mit euch, oder? Natürlich. Auf jeden Fall, genau. Wir fahren jetzt zu Armani. Tada! Die freuen sich alle hier. Guck mal, die Gesichter. Die Gesichter sind ein Traum, oder? Ja, ja, wir haben Verspätung, aber das ist. Ja, das ist typisch Armani. Wir wollten ja schon um 3 da sein, 3:30, hat er gesagt. Und dann ruft er an und sagt: Nee, ich muss noch mal was besorgen. So, Kameramann hat seinen Job wieder. Ja, wir fahren zu Armani. Wir haben Verspätung. Jojo hat schlechte Laune deswegen. Ich habe gar nicht schlechte Laune. Doch, aber du wolltest mir gerade einen Kopfnuss geben. Also hast du gesagt. 3 Stunden Verspätung. Genau. Aber wir fahren. Jojo fährt schon mal los. genau, und ja, wir wollten euch die neue Wohnung ja, so, zeigen, wie es ist.
Oh. Bist fertig geworden, also wir wissen es auch nicht. Genau. Ja, jetzt mache ich mal was Cooles. Das wollte ich schon immer mal machen. Nee, mach es nicht. Doch. Das ist nicht cool. Doch, das wird cool. Okay. Nein. Nein. Das hat nichts mit euch zu tun. Okay. Pupsen? Ja, ich wollte schon immer mal in einem Video pupsen. Okay. Nein. Weiß es nicht. Da passiert gar nichts. Okay, was soll ich machen? Sag bis gleich oder so. Bis gleich. Fokus, Fokus. Fokus, Fokus. Wir sind jetzt da. Bei Armani. Im Baum. Im Baum? Im Baum. Im Baum. Da ist sein Balkon. Wir sind jetzt da, aber ich weiß nicht, ob die da sind. Doch. Und die Kamera ist ganz fertig. Bitte. Wir sind da. Ich sehe kein Auto. Doch, Armanis Auto ist da. Oh ja, Armanis Auto ist da. Aber er war ja auch in der Werkstatt mit ihren Wagen. Aber jetzt haben sie hoffentlich einen Namensschild unten, wo wir klingeln können. Nicoles Auto. Oh, Nicole ist auch da. Wie schlecht die sind. Der hat meine Nachricht nicht mal abgelesen. Und ich habe gesagt... Die kochen wahrscheinlich. Hallo. Oha, das ist eine Überraschung, oder? Ja. Tatsächlich? Hallo. Hallo. Ich habe dir doch geschrieben, aber du hast es noch nicht gelesen. Nee, ich war ja auch im Fahren. Cool, ja, hast du hast mir nicht geschrieben. Natürlich. Ja. Na klar, Roman. Na, überhaupt nicht, Mann. Ich bitte dich. Hier, also die letzten zwei. Und jetzt habe ich eine Nachricht von dir. Und da habe ich dir geschrieben, wir fahren jetzt aber gleich los. Alles gut, ich wusste ja, ihr kommt. Da ist der Mechanic Man. Ja, mit dem Mechanic Man. Da ist der Arbeiter. Die Einkäufer. Hallihallo, da sind wir wieder. In den. Ja, es gucken mich alle an. Und ich muss hier reden. Ich bin auch die Moderatorin. Ja, natürlich, klar. Deswegen mache ich das auch. Wir sind jetzt hier bei Armani und Nicole in die schöne Wohnung. Wir haben erstmal hier eine Stunde gechillt. Heißt es gechillt? Gechillt. Was ist denn? Was ist denn? Was ist gechillt? Chillen. Gechillt. Chillen. Nochmal. Also, es ist so gemütlich hier. Und deswegen haben wir hier alle auf dem Sofa, haben wir erstmal geredet und gelacht. Ne? War schön. Die kriegt gleich einen Schlag von mir, gleich. Hau drauf, eigentlich. Ist lang jetzt. Noch ballada. Naja, und deswegen hast du gezeigt hier, wie wunderschön, noch. Das hier wirklich, wirklich, also geschmacklich top, finde ich. Ne? Die Farben so schön und also richtig, die Wohnung ist ja nicht groß, muss man ja sagen. Ne? Wie viele Kilometer? Wie viele Quadratkilometer hat die Wohnung? 0,00072 theoretisch. Nee, 0,0051 Quadratkilometer haben wir hier. Oha, ja, war schon ordentlich. Also ist okay. Ist okay. Und deswegen, finde ich, haben sie aber alles da rausgeholt, ne? Was man so... Ja. Richtig schön. Wirklich, ganz, ganz toll. Habt ihr sehr gut gemacht, aber ein größeren Lob an die Frau natürlich des Hauses, weil selbstverständlich ist ja so, wie es ist. Natürlich. Ja. Das ist ja das Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als hier überall noch Kartons und alles kreuz und quer lag. Und so ist es geworden mit neuen Möbeln. Der Tisch ist richtig schön. Leute, ich mag normalerweise keine weißen Tische. Ne? Also das ist so für mich, oh, weiß geht gar nicht. Aber den hier finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Ne? Ja, finde ich auch. Also auch so mit dem Holz unten finde ich richtig schön. Modern, aber trotzdem so ein bisschen landhausmäßig. Ne? Ja. Und ich finde ja Landhaus total schön. Rustikal. Ja, so rustikal, genau. Ja, und dann haben sie da hier so eine neue Fernseher-Komo. Wie heißt das? Lowboard. Lowboard. Wohnwand oder Wohnwand ist noch mit mehr Sachen. Ja, ach, genau, genau. Und das ist auch weiß, finde ich aber auch total schön. Das passt halt gut zum Tisch, ne? Genau, und mit dem... Und die Vitrine. Ja, da hatten wir ursprünglich sogar eine Beleuchtung für, aber die hat irgendwie gesponnen. Da haben wir tatsächlich aus Versehen kaputte Beleuchtung gekauft. Schade, das finde ich echt schön. Und ist auch nicht besonders groß, weil natürlich der Raum, wie gesagt, eher klein ist. Aber trotzdem finde ich, sieht auch nicht wie gedrückt aus, ne? Dass du denkst, oh Gott, ist das vollgestellt. Absolut nicht, aber wirklich schön, ne? Ja. Ich meine, man setzt sich dahin, man will gar nicht wieder aufstehen. Das ist ganz krass. Das ist echt sehr gemütlich hier. Ja, also muss ich sagen. Ja, und Gardinen hat sie schon, ne? Guck mal. Ja, sehr wichtig.
Naja, für eine Frau sind Gardinen wichtig. Ja. Wir gehen weiter, aber ich bitte die Hausherrin vorzugehen. Ja. Naja, ich kann ja vielleicht nicht. Vielleicht gibt es gesperrte Bereiche. Ja, also, na? Dann machen wir weiter mit dem Flur. Mit dem Flur. Das ist wie so ein Maklervideo, merke ich gerade. Ja. Ein bisschen schon. Falls ihr die Wohnung untervermieten wollt. Ja. Nee, aber das ist auch wichtig für die Leute, die auch zusammenziehen wollen. Bist du der Nächste, der sich lustig über deine Mutter macht? Wichtig für die Leute, junge Leute, die zusammenziehen wollen und die auch nach einer Wohnung gucken, ne, dass man denkt, oh nee, aber das ist so klein. Und meinst du, dass man wirklich auf kleine Fläche ist wirklich schön, also was man daraus machen kann? Ja, das ist der Flur. Das auf jeden Fall. Ne? Weil das ist ein relativ sehr kleiner Flur, finde ich. Und trotzdem. Findest du? Ja. Ich finde ihn echt groß. Nee. Also unser Flur bei uns zu Hause ist nicht breiter auf keinen Fall. Er ist länger. Breiter nicht, aber länger. Aber ich meine nur, ne? Und trotzdem ist das so, dass du trotzdem reinkommst und den Bereich hier hast du dort deine Jacke, deine Schuhe, genau. Mit dem Spiegel. Und trotzdem durch diese ganze weiße Farben, weiße Türen und das wirkt so groß und so ja gut, das hell, stimmt. Weißt du? Wär's dunkler, dann wirkt das bestimmt ein bisschen gedrückter, ja. Ne? Klar, ja. Ist ja logisch. Schuhschrank natürlich auch. Ja. Hier hat Armani selber. Ja, mit. Selber, ne? Ja, aber mit dem Kameramann zusammen natürlich. Ja, aber doch viel dich machen lassen, ne? Damit du das ja auch. Ja, man muss das ja auch mal lernen, weil irgendwann, ich kann ja nicht mit 40 noch sagen, Papa, kannst du vorbeikommen? Ja. Das wird alles ein bisschen schwierig. Genau. Ja. Wo dürfen wir jetzt nochmal rein, bitte? Ach, wo wollt ihr denn rein? Wir haben Küche, Schlafzimmer, Bad und. Ich glaube, machen Küche. Küche? Küche. Da willst du dann Wort zu sagen, Schatz? Ja, bitte erklär uns. Oh, ja. Das ist natürlich die Geschirrspülung. Das ist die Küche. Hallo Küche. Ja, auch relativ groß, finde ich, für die meisten Wohnungen, die wir so gesehen haben. Ne? Ja. Also da sind wir schon ganz gut bei weggekommen mit der Küche. Und es ist natürlich alles nagelneu. Also wir haben das erste Mal den Ofen, die Herdplatte benutzt, die Arbeitsfläche. Ne? Alles hat hier Softclose, das ist eigentlich ganz angenehm. Da habt ihr echt Glück gehabt, ne? Also muss man wirklich. Sagen. Doch. Das war alles, hier wurde neu tapeziert, neu gestrichen. Die Fenster kamen neu, das sind Velux-Fenster. Und das ist riesig, ne? Das Fenster Das ist echt riesig, Das Fenster ist sehr groß. Ne? Wir hatten vorhin schon eine Idee. Ah ja, Silvia hat den Vorschlag gemacht, man könnte hier auch ein Brett anbringen, ne? Je nachdem auf welcher Höhe und wie tief man das haben will. Mhm. Und dann kann man hier natürlich super zum Beispiel Basilikum hinstellen, der kriegt dann auch ein bisschen Licht und ein bisschen Deko. Das sieht dann vielleicht auch ein bisschen gemütlicher aus. Ne? Ja, das stimmt. Also das wäre echt eine gute Idee, habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir sowas auch machen können. Ne? Ja. Ja. Aber das ist echt cool. Gut, das Einzige, was wir mitbringen mussten, war der Kühlschrank. Mhm. Ja, versteckt sich aber hinter der Tür. Hallo Kühlschrank. Da bin ich aber sehr froh drüber, ne, dass natürlich ihr uns da geholfen habt. Weil sonst wäre das leider nicht möglich gewesen. Dann hätten wir uns einen Kühlschrank gekauft, der wahrscheinlich so groß gewesen wäre. Ja, gut, aber natürlich. Und die wollten sie in schwarz, ne? Ja. Finde ich auch schön. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ein schwarzer Kühlschrank, lieber Gott. Aber es passt richtig schön hier drin, finde ich auch. Das stimmt auch. Aber was mir tatsächlich am Schwarzen nicht so gefällt. Ah, du siehst alles wahrscheinlich. Man sieht jeden Handdruck. Vor allem jetzt geht's, ne? Gut, ich war jetzt auch arbeiten, habe meine Hände jetzt nicht so sauber. Ja. Wenn ich jetzt hier greife, das sieht man nicht. Aber wenn du hier Rühreier machst und du hast leicht schmierige Finger, klar. Du hast hier auch keinen Griff. Hat der keinen Eingriff? Nee, also hier unten, ne? Ja. Und jetzt geht's mittlerweile, weil der ist halt nagelneu und da war das halt immer so, dass wenn du hast ihn immer so aufgerissen und dann ist immer die Cola rausgefallen oder so, ne? Das war halt ein bisschen blöde. Aber ich mach den echt immer unten auf und dann mit dem Ellbogen so zu, damit ich diese Ich greife extra hier rein, damit man es nicht sieht. Aber man hält den dann doch irgendwie hier fest und guckt dann und dann macht man wieder so zu, also ist das eigentlich total hinfällig. Aber schön. Ja, das auf jeden Fall. Also die Küche ist auch mega goldig, finde ich. Ja. Das auf jeden Fall. Mit Geschirrspülmaschine, vollkornig ganz klein. Ja, die ist klein, aber. Aber wir kriegen die gar nicht so schnell voll, wie man denkt. Nee, siehst du? Nee, möchte ich auch sagen. Mehr braucht man auch nicht eigentlich zu zweit. Ne? Eben, das spart auch natürlich Wasser und Energie, ne? Anstatt jetzt eine große zu haben, die laufen vielleicht nachher auch länger und. Ne? Da willst du deine Rumpelkammer vorstellen? Deine Rumpelkammer. Ich zeig meine Rumpelkammer. Die ist, müssen wir sagen, noch nicht fertig. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das eine Rumpelkammer. Nee, finde ich jetzt auch nicht so. Nein, also hier stehen halt noch ein paar Sachen, die wir noch anbringen müssen. Klar, aber das ist normal. Ne? Ich meine, ihr wohnt ja jetzt einen Monat hier. Ja. Ne? Darf man nicht vergessen. Also dafür finde ich, habt ihr echt ganz viel geschafft. Ganz wichtig hier. Das soll aber Armanis Gaming-Zimmer. Yeah. Ja, also ich will eigentlich nur diese kleine Ecke, wo der Teppich hier steht und hier, das reicht mir. Diese 2 Quadratmeter gehören Armani. das reicht mir auch schon. Nee, einfach nur, dass ich hier mit meinen Kumpels oder mal alleine ein bisschen spielen kann. Ja. Ich
Also zu zweit ist aber auch ein bisschen kuschelig auf deinem Teppich. Nein, ich meine natürlich online auf jeden Fall. Ne? Sehr, sehr schön. Und einen Kamin habt ihr auch? Ja, Kamin haben wir auch. Aber der leuchtet leider nicht mehr, wir müssen neue Batterien kaufen. Oha, ja. Aber ich muss dazu sagen, also den Kamin, den wir von euch da bekommen haben, seitdem wir den haben, hat er jeden Abend leuchtet. Ja. Was schön. Hast du das auch wirklich so, dass man das sieht? Ja, von warte, ich film nochmal rein. Weil nicht das, ne? Genau. Das ist länglich, das Zimmer, aber finde ich cool. Ja. Ist in der Breite. Das auf jeden Fall. Auf der Kamera sieht man das alles nicht so gut. Nicht so gut, ne? Ihr könnt ja sonst alle mal, ich poste die Adresse nochmal, dann könnt ihr sonst alle einmal herkommen und mal privat. Besichtigungstermine. Ja, eben. Wir wollen ja auch natürlich für die Community authentisch sein. Also, sehen wir ja. Ja, aber jeder bringt auch ein Geschenk mit. Ja, das muss. Also sonst kann man nicht die Party sein. Oh, das ist der Schlafzimmer, ne? Mhm. Ne, das ist die Küche doch, oder? Ah, nein! Guck mal, was wir jetzt haben. Ja. Aber du kannst ganz abdunkeln. Das ist cool, ne? Das habe ich mir schon zeigen lassen. Wenn wir schlafen gehen, oder du kannst halt auch den... Nein, in der Mitte musst du das machen. Ach, in der Mitte. Ja, ich habe das anders vorhin gemacht. Eigentlich fehlt hier, wie ich finde, den Griff. Kannst du natürlich auch so machen. Das fällt jetzt nicht so auf, aber es ist jetzt deutlich heller, ne? Ach, wie geil. Weil ich muss sagen, was echt ein bisschen blöde war, vielleicht auch nochmal für die Zuschauer, das spiegelt sich. Aber direkt gegenüber sind mehrere Balkons, Fenster. Ja. Und hier ist mein Kleiderschrank. Gut. Und genau hier ziehe ich mich um. Und dann bin ich natürlich wie auf dem Präsentierteller für alle. Nee, natürlich. Nicole's kleine Hollywood-Bereich. Oh. Ich schminke mich ja nie, ne? Ich mag das ja nicht so gerne. Also aber das sieht selten so einladend aus. Aber ich möchte, wenn ich hier bin, dann möchte ich mich hier hinsetzen und anfangen zu schminken. Diese Pinsel, ich weiß auch gar nicht, wofür alle Pinsel. Aber ich möchte mich einfach nur schminken. Ich würde damit malen. Ich finde den Platz einfach schön. Oder? Das ist so, oh wie schön. Ne? Total. Also ich stehe ja nicht auf sowas, ich bin ja das nicht ich, aber wenn ich hier bin, denke ich, oh, gleich wenn sie weg ist und ich gucke, dann setze ich mich da hin und schmink mich einfach. Hallo, guck mal, da seid ihr. Hallo, ihr seht euch jetzt selber. Achso, du redest gar nicht mit uns. Ich rede mit dem Publikum. Enttäuscht. Auch gut. Aber richtig, und auch hier ist das Schlafzimmer ja wirklich nicht groß. Ja. Und ich finde... Ihr habt alles drin und es wirkt auch trotzdem aber hier, finde ich, nicht voll. Also du sagst mal nicht groß, ich finde das eigentlich schon groß. Ja, weißt du, was das Problem ist? Dass ich bin unser Haus gewohnt. Ja, genau. Und weil wir ja da so ein riesen, ja stimmt, ne? Wir haben ja riesen Schlafzimmer, riesen Wohnzimmer, riesen alles. Und das ist dann natürlich klar, die Decken kommen mir so klein vor, was eigentlich wahrscheinlich normal ist. Ne, wenn du das mit der alten Wohnung vergleichst, wo wir gewohnt haben. Ja, stimmt. Ja, dann man vergisst das, ne? Ja, gut, klar. Aber nochmal zurück, weil du sagtest, wir haben ja alles drin, das schon. Ich bin auch sehr zufrieden. Ja. Nur irgendwie, was mich ein bisschen gestört hat, das ist so im Nachhinein erst aufgefallen, ist das ein bisschen viel weiß. Also es ist sehr weiß, aber ich finde das gerade das in... Es gibt ja nun mal diese Schrägen und diese Schrägen machen ja das Zimmer leider ja auch klein. Ja, gut, das stimmt. So, und wenn man hier irgendwie so einen dunklen oder so ein Holz, das wirkt... Es wirkt größer durch dieses ganze Weiß, das ne? Bestimmt. Und freundlicher auch. Ja. Das muss ich sagen. Wie gesagt, ich mag nicht so gerne weiß, aber hier passt das irgendwie. Ich habe gerade was entdeckt. Was denn? Oh. Erste eigene Wohnung. Oh, ich habe kein Kleingeld. Ja. Leider. Doch, ich habe Kleingeld in meine Tasche. Stimmt, da müssen wir auch mal was reinschmeißen. Ja, wieso? Du hast doch schon eine eigene Wohnung. Ich? Ja. Nicht, aber sie ja. Wir noch nicht. Ihr habt doch eine eigene Wohnung. Jetzt. Also die gehört nicht uns. Ja, das ist ja für... Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das war für diese Wohnung. Das ist für die Anzahlung, für die nächste eigene Wohnung. Ist die Anzahlung. Für Eigentum. Ja, genau. Also, ne, wenn jemand gerne möchte sich daran beteiligen, aber dann alles da rein. Ich photoshoppe das und dann steht da erste Eigentumswohnung. Ah ja, das gut, okay. Super. Aber sehr schön. Ja, danke. Oh, Schatz, wirklich? Gut, hier noch. Ja, danke schon. Das läuft mit Batterien, das ist nicht so. Ah. Ja, dann muss ich wieder mal machen. Sehr schön. Stück für Stück. Ja, und dann haben wir noch, das Badezimmer. Das Bad ist, glaube ich, zum letzten Video unverändert. Ja, sicher bin ich mir aber nicht. Habt ihr das Klo nicht umgehauen? Nee, das Klo haben wir einfach da stehen lassen. Nee, also hier ist ja auch nicht viel von uns, ne? Die Waschmaschine, der kleine Stellschrank. Ja gut, aber was willst du denn? Ja gut, aber wollte ich gerade sagen, was soll man hier auch machen? Man kauft sich ja nicht irgendwie alle Nase lang Badezimmer. Natürlich, ne? Eben. Aber das ist nicht. Auch so ein Unterstellschrank wollt ihr noch haben? Ja. Aber das wird ein bisschen komplizierter mit der Kante da, ne? Genau, deswegen muss ich das wahrscheinlich zurechtschneiden. Also weißt du? Ja.
Weil hier ist ja, guck mal, du hast einmal so eine Kante da unten. Du hast einmal das Wasserrohr hier. Kante, ja. Das Wasserrohr ist ja immer mit eingeplant. Da ist schon so eine Aussparung eigentlich mit drin. Ja, das immer? Ja, eigentlich. In der Regel schon. Ja, eigentlich schon. Aber diese, was auch immer das ist, für eine Kante. Ja, da musst du das so wegschneiden wahrscheinlich, ne? Ja, das schneiden wir. Das wird schon. Ja. Also so weit, wie die Kamera das hergibt. Ja. Und dann musst du das schöne Balkon. Die haben nämlich Gartenmöbel. Ja, es ist leider jetzt dunkel. Habt ihr kein Licht draußen? Nee. Wir haben diese Glühbirnen, aber das reicht nicht. Wir könnten sonst ein bisschen rumrandalieren und dann geht drüben Blaulicht an, dann haben wir ein bisschen Beleuchtung. Das ist aber echt hell. Also, wenn Nicole Blaulicht ist da Expertin drin. Das Ganze ist mal drauf. Dann mache ich aber, glaube ich, hier mal das Licht aus, weil das wird sonst blenden. Oh, guck, wie kuschelig. Aber es ist gemütlich so, oder? Ja, was macht ihr da eigentlich so die ganze Zeit? Ja. Nix. Was machen Sachen? Ich bin dabei, aber ja. Kennst du den? Was? Kennst du den, ja. Uwe? Nee, oh, jetzt sehe ich sie, ja. Was? Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. So. Achso. Und hier ist der Balkon. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Doch, das sieht man super gut. Echt? Jetzt echt? Ja, wirklich, kein Scheiß. Wie cool, das freut mich. Na, also hier ist leider schon dunkel. Tut mir leid, wir haben zu lange gequatscht. Guck mal, die haben sich erholt, genau. Die Glühbirnen. Die leuchten doch wieder. Gestern Abend waren die nämlich ganz, ganz dunkel irgendwie. Ich glaube, das liegt daran, wenn am Tag nicht genug Sonnenlicht ist, dass die stark leuchten und dann irgendwann schwacher werden, wenn nicht genug. Ja, das kann sein. Ich denke auch. Also der Balkon ist sehr schön. Ja, ist voll gemütlich. Hat auch eine Abonnentin gesagt, der Balkon ist sehr schön, weil es ist nicht so ein Standardbalkon, sondern so ein länglichen Balkon. Das ist ganz selten so. Ja gut, das stimmt. Ne? Die sind meistens eher in die Breite ausgerichtet. Ja. Ne? Hat sie auch gesagt, hat sie darauf geachtet. Dass man so die Möbel hinstellen kann und trotzdem da noch durchgehen kann, genau. Das ist halt super. Ja. Zuerst hat man natürlich gedacht, das ganz rauszustellen, aber das wäre dann nicht mehr überdacht gewesen. Ja. Wegen dem Regen dann und dann dachten wir, es so besser. Aber immer an diese Sitzunterlagen zu denken, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das war die Roomtour von Armani und Nicole. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen zu gucken, ne, wie sie das so eingerichtet haben und so. Ich finde das mega süß und mega schön. Und ihr findet das alle auch mega schön, oder? Ja. Oder Uwe? Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ne? Total chillig. Oh, sie verarscht dich schon wieder. Oh, jetzt kriegt sie. Kriegst gleich Schläge. Knie. Genau. So, wir verabschieden uns hiermit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bitte nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und gerne kommentieren. Ich liebe das. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Video. Na und jetzt blende ich die Adresse ein. Ja, genau. Aber gerne auch. Verbesserungsvorschläge sind ja auch immer gerne gesehen. Ich hatte gerade einen Hänger. Alles gut. So, dann komm her, Nicole. Nicole. Auch mit rein. Schnell, das wird ja für Dings. Sollen wir was sagen? Ja. Ja. Cool, das war's schon. Tschüss.